Als nächstes kommt ein Vortrag über die Verbrennungsforschung am ZAHM, und zwar von Herrn Dr. Florian Mayer von der Uni Bremen und vom Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation, ZAHM. Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich habe heute die Gelegenheit, im Namen meines gesamten Teams hier vom ZAHM unsere Verbrennungsforschung vorzustellen, kurz und knapp. Die Zeit ist relativ limitiert, deswegen gehe ich nur relativ grob auf die einzelnen Themen ein. Sie sehen hier schon mal ein paar Beispiele von primär experimentellen Arbeiten, meistens in der Schwerelosigkeit. Grob gliedert sich unsere Forschung in zwei Bereiche. Einmal der Bereich Tropfenverbrennung. Da geht es zum Beispiel um synthetische Kraftstoffe, das Zündverhalten von Einzeltropfen und von mehreren Tropfen in Sprays oder auch quasi im Inneren eines Raketentriebwerks, um die Einzeltropfenverbrennung in Raketentriebwerken. Ein anderes sehr, sehr großes Thema oder immer größer werdendes Thema ist die Feuersicherheit in der astronautischen Raumfahrt. Und da untersuchen wir die Flammenausbreitung in Schwerelosigkeit unter verschiedenen atmosphärischen Bedingungen, erhöhter Sauerstoffkonzentration zum Beispiel, reduzierten Druck, und arbeiten an der Verbesserung von terrestrischen Standards. Ein weiteres Thema ist zum Beispiel die Branddetektion. So, kommen wir zuerst zur Tropfenverbrennung. Hier ist ein Experiment auf einer Texas-Höhenforschungsrakete, was noch zu starten ist, das Phoenix-2-Experiment. Hier geht es darum, die Selbstzündung von Brennstofftropfen zu untersuchen. Und das wird zusammen gemacht in einer Kooperation mit dem DLR, der JAXA, der ISAS und mehreren japanischen Universitäten und Industriepartnern, die Hardware bauen. Und das Ziel ist es, hier zu untersuchen, wie einzelne Tropfen mit einem geringen Abstand zueinander interagieren bei der Zündung. Das heißt, diese Tropfen werden erzeugt in Schwerelosigkeit, dann in eine heiße Umgebung gefahren, und dann wird sich angeschaut, wie die Zündung vonstatten geht, wie die Cool Flame sich ausbreitet in verschiedenen Konfigurationen. Das heißt, nach einem Experiment, zum Beispiel mit 9 Tropfen, werden 2 einzelne Tropfen mit größerem Abstand untersucht. Und auch Tropfenpaare. Und das Gesamtziel ist es, ein besseres Verständnis zu bekommen von der Spray-Zündung zur Optimierung zum Beispiel von Flugzeugturbinen, wo Spray-Verbrennungsprozesse eine Rolle spielen. Ein anderes Thema aus diesem Komplex ist die Tropfenverbrennung von Flüssig-Sauerstoff-Tropfen in Wasserstoff. Hier haben wir das Projekt Hydra 1 und 2, was im nächsten Jahr auch in die dritte Phase geht. Und hier werden Faltum-Experimente in Schwerelosigkeit durchgeführt. Hier oben sieht man einmal den Apparat, ist relativ aufwendig, da die gesamte Brennkammer gekühlt werden muss auf 77 Kelvin, damit der Sauerstoff flüssig ist bei einem Bar. Zusammen mit den Partnern von der University of Washington und Kyushu University entwickeln wir Simulationen dazu, um die Bestimmung des Druckeinflusses zu bekommen. Hier sehen Sie mal einen Einblick in die Experimentwelt. Hier ist unser Fallturm in Bremen. Das Experiment wird abgeworfen, und kurz nach dem Abwurf wird der Tropfen hier oben gezündet. Der hängt an einem Suspender, wird gezündet. Hier liegt man das Schellographiebild, und auf der rechten Seite sieht man die Flamme. Man sieht hier unten die Zeit, das heißt, wir reden hier über wenige Millisekunden, das heißt, es geht sehr, sehr schnell. Und wir analysieren, wie dieser Tropfen und bei verschiedenen Drücken verbrennt und wie die Flamme in Relation dazu sich positioniert. Und anhand dieser Daten können wir dann Simulationen entwickeln und validieren, die dann letztendlich mittelfristig zur Optimierung von Raketenbrennkammern beitragen können, um zum Beispiel Raketenbrennkammern kürzer zu bauen, um die Einspritzung zu verbessern. Hier ist insgesamt sehr, sehr viel Optimierungsraum, weil Raketenbrennkammern sind so gesehen noch sehr, sehr konventionell, sehr, sehr einfach gestaltet.
Kommen wir nun zum nächsten großen Bereich, Feuersicherheit in der astronautischen Raumfahrt. Hier haben wir einige Projekte am Laufen, unter anderem das Turboflame-Projektvorhaben vom DLR gefördert, aktuell in der zweiten Phase. Und hier führen wir Experimente auf einer Höhenforschungsrakete durch. Ganz spannend aktuell, die Kollegen sind gerade in Nordschweden, um dort hoffentlich am Samstag das Experiment durchzuführen. Hier sieht man einmal den Aufbau. Wir untersuchen 5 Plexiglasproben mit unterschiedlicher Dicke, um zu erkennen, wie verschieden sie abbrennen unter Schwerelosigkeitsbedingungen, um daraus zu lernen, wie die Flamme sich in Schwerelosigkeit ausbreitet. Wir sind auch Teil eines internationalen Topical Teams, was von der NASA angeführt wird, und haben im Sapphire-Programm Experimente auf dem Raumtransporter Cygnus durchgeführt. Das war eine einzigartige Möglichkeit. Es werden auch noch mehrere durchgeführt, weil wir zum ersten Mal wirklich große Proben untersuchen konnten. Auf den Sony Rocket-Experimenten oder auch im Faltung können wir nur sehr kleine, sehr dünne Proben untersuchen, weil die Zeit sehr, sehr kurz ist. Jetzt im Orbit konnten wir mal über eine Viertelstunde eine sehr, sehr große Probe, 40 cm breit oder auch 1 Quadratmeter große Textilproben abbrennen und haben da interessante Effekte festgestellt. Wir sehen hier mal einmal eine Probe, eine Plexiglasprobe mit vertikalen Rippen, mit verschiedenen Breiten. Ich lasse das Video mal laufen. Sie sehen jetzt, das ist eine Zeitrafferaufnahme. Sie sehen, die Luft kommt von unten und die Flamme breitet sich entgegen der Luftströmung aus und tut dies abhängig davon, wie breit die Rippe ist. Sie sehen hier die geplotteten Positionen der Flamme und während des Experiments haben wir die Luftströmung verändert. Diese Daten sind sehr, sehr wichtig, um Erkenntnisse zu gewinnen über Materialien, die eingesetzt werden auf der ISS oder auch in zukünftigen Explorationsmissionen, die so viel ist sicher eigentlich zu höheren Sauerstoffkonzentrationen durchgeführt werden sollen. Das heißt, die Atmosphäre soll mit mehr Sauerstoff angereichert werden, damit der Druck reduziert werden kann, damit das Modul oder die Kapsel leichter gebaut werden kann. Das wurde auch schon bei Apollo gemacht und hat, wie Sie wahrscheinlich alle wissen, einen großen Einfluss auf die Feuersicherheit, weil mit mehr Sauerstoff in der Atmosphäre brennen Materialien, die sonst nicht brennen, plötzlich wieder und breitet sich sehr schnell aus. Das Ziel insgesamt ist es, ein verbessertes Verständnis zu erlangen von Feuer unter Schwerelosigkeit unter verschiedenen Atmosphären. Ein weiteres Projekt, internationales Forschungsprogramm, heißt FLAIR. Es ist von der JAXA initiiert, auch von der NASA, ESA, CNES und DLR und betreibt unter anderem ISS-Experimente. Hier haben wir quasi ein deutsches Vorhaben dazu, FLAIR-G für Germany, welches quasi unseren Beitrag leistet, und wir machen 1G und μG Experimente, um Sauerstoffkonzentration, Umgebungsdruck und Strömungsgeschwindigkeit zu untersuchen. Sie sehen hier einmal den Aufbau für den Fallturm und unsere Referenzmessung unter 1G-Bedingungen mit einer großen Druckkammer. Die Ergebnisse dienen dazu, zu erfahren, wie Materialien, bekannte Materialien, Modellmaterialien auf die veränderten Bedingungen, Sauerstoff, Umgebungsdruck und Strömungsgeschwindigkeit reagieren und daraus abzuleiten, neue Testverfahren, am besten terrestrische Testverfahren, um die Materialqualifikation für zukünftige Missionen zum Mond, Mars zu ermöglichen, um vorher im Vorfeld sagen zu können, dieses Material kann verwendet werden oder kann in dieser Form verwendet werden oder nur bei dieser Konzentration oder welches Material nicht verwendet werden sollte. Ein letzter Punkt aus diesem Bereich ist die Branddetektion. Da haben wir ziemlich frisch beim InnoSpace Masters Wettbewerb teilgenommen und dort die DLR Challenge gewonnen. Und wir haben zusammen mit Partnern von der Universität Tübingen und dem IWT, auch von der Uni Bremen, einen Sensor Konzept entwickelt, was es ermöglichen soll, bereits kritische Zustände vor der Entzündung zu erkennen. Das heißt, ein Pre-Ignition Fire Detection System. Das basiert
darauf, dass die aktuellen Rauchmelder, die auf der ISS verwendet werden und auch aktuell vorgesehenen für weitere Anwendungen, zwei große Probleme haben. Zum einen entsteht Rauch erst dann, wenn es schon brennt, das heißt, sie sind zu spät. Und zum zweiten entstehen sehr viele Fehlalarme durch andere Partikel, wie zum Beispiel Staub. Und wenn man jetzt mal an Mond- oder Mars-Missionen denkt, durch den Mondstaub wird das Problem noch viel, viel relevanter. Daher ist es das Ziel, dass wir thermisch getriebene Pyrolysegase erschnüffeln. Das heißt, da gibt es Sensoren, kommerzielle Sensoren oder wir können auch eigene Sensoren entwickeln, die quasi das Umgebungsgas schnüffeln und mit einer KI entwickelt oder trainiert werden, ein Sensornetzwerk, damit kritische Zustände quasi detektiert werden, bevor es zur Entzündung kommt. Das ist so ein bisschen die Analogie zur menschlichen Nase, wenn man jetzt in einen Raum kommt und es riecht irgendwie nach Schaltschrank, elektrisch verkokelt, dass man diesen genau solche Zustände sensorisch erfasst und einen Alarm ausgibt und sagt, hier stimmt was nicht und dass das geprüft werden kann, bevor es eigentlich zur Entzündung und zum Brennen kommt. Das Projekt ist gerade in Beantragung und wird hoffentlich zum 1.1. starten. Jetzt noch ein kurzer Ausblick. Die Tropfverbrennung, da hat ein Wechsel stattgefunden hin zu synthetischen Treibstoffen, zum Beispiel für Flugzeugtriebwerke oder auch kryogene Treibstoffe. Die bieten ein hohes Optimierungspotenzial und sind, da ist die Forschung noch sehr, sehr in den Kinderschuhen. Im Bereich der Feuersicherheit besteht ein sehr, sehr hohes internationales Interesse, um die geplanten Explorationsmissionen sicher zu gestalten und auch Habitate auszustatten mit Sensorik oder mit Materialien, die in diesen noch zu definierenden Atmosphären eingesetzt werden können. Es fehlt sehr viel Wissen in den Bereichen der Entzündung von Materialien. Einige Materialien, die auf der Erde als feuersicher gelten, brennen wunderbar in Space. Es gibt sehr wenig Wissen zur Ausbreitung von Bränden. Also wie kann man Materialien strukturieren, dass zum Beispiel Flammen von selbst verlöschen. Und Strategien zur Brandbekämpfung und auch zur Detektion. Die Bekämpfung beinhaltet auch ein sogenanntes Post-Fire-Cleanup. Das heißt, was passiert mit toxischen Rauchgasen oder Brandgasen nach einem Brand? Wie kann man diese filtern, damit das Modul wieder benutzt werden kann und die Mission nicht quasi beendet wird? Ja, ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit und für das Vertrauen und die Förderung vom DLR. Vielen Dank. Danke, auch da Fragen wieder willkommen. Gibt es welche? Wenn Ihnen das im Nachhinein. Ah, hier vorne. Diese Sensoren, die schon entwickelt sind, ja, mit KI, warum benutzen Sie so, wahrscheinlich funktionieren Sie auch ohne KI? So, warum hat man das vorher nicht benutzt, diese Sensoren, die bevor vorher Alarm machen? Genau, die Sensoren, die jetzt von mir hier gezeigt werden, kommerzielle Sensoren, sehr günstige Sensoren, sehr kleine Sensoren, sind prinzipiell selektiv für sehr, sehr viele Gase. Sensitiv, aber nicht selektiv. Das heißt, sie können jetzt nicht unterscheiden. Das müssten zum Beispiel Massenspektrometer machen oder spezielle Gassensoren, die spezielle Gase riechen können oder detektieren können. Hier ist das Ziel, quasi die Sensoren sind sensitiv, aber erst durch ein Training können die Netzwerke trainiert werden, dass bestimmte Szenarien herausgefiltert werden können, weil wir gucken nicht auf ganz spezielle Gase, weil das ist bei der Vielzahl an der Materialien, die verwendet werden auf der Raumstation oder in zukünftigen Missionen, quasi ein Fass ohne Boden, sondern wir wollen vielmehr bestimmte Szenarien trainieren. Wieder der Vergleich zur menschlichen Nase. Die Nase weiß erstmal auch nicht, welches Gas das ist. Erst durch die Erfahrung wissen wir, okay, Schwefel riecht zum Beispiel so und das kann man, oder ein Elektrokasten riecht zum Beispiel so, um das quasi mal sinnbildlich zu verdeutlichen. Und da bietet sich, glaube ich, ein großes Feld, auch durch KI, was wir heute Morgen schon gehört haben, um diese Sensoren, die es bereits gibt, besser zu nutzen und für solche Systeme einzusetzen. Und die Raumstation ist ein hervorragendes Case dafür, weil die Umgebung sehr gut kontrolliert ist. Also die Bedingungen sind bekannt und es ist
oder es ist, sind überwacht und es ist ein abgeschlossenes Feld und es ist eine sehr gute Umgebung, um solche Sensoren noch zu entwickeln und zu testen, um dann auch vielleicht zukünftig auf der Erde Anwendungen dafür zu finden. Eine Frage machen wir noch. Sie haben gerade spannenderweise gesagt, es gibt Materialien, die brennen in Schwerelosigkeit wunderbar. Was ist denn da der Mechanismus? Also ich kann mir natürlich bei Gasen vorstellen, die evaporieren oder Dinge, die nicht sedimentieren, aber wahrscheinlich was Clevereres. Also das habe ich jetzt natürlich weggelassen, die Details oder der Hintergrund davon. Eigentlich prinzipiell ist der große Unterschied, erstmal ohne Luftströmung brennt fast nichts oder es geht von alleine aus. Das heißt, alle kennen die Kerze unter Müge-Bedingungen, einen Halbkreis und nach einiger Zeit verlöscht die Kerze, erstickt an ihrem eigenen Abgas. Das heißt, und das Gleiche würde auch mit Astronauten passieren, wenn es keine Luftströmung gäbe, könnten sie nicht atmen, sondern sie würden irgendwann an ihrer Ausatemluft ersticken. Das heißt, es gibt immer eine Strömung auf astronautischen Systemen. Aber die Strömung ist weitestgehend laminar oder eigentlich ausschließlich laminar, weil es keine Auftriebskonvektion gibt. Und auf der Erde, eine Kerze hier in ruhiger Luft erzeugt Wärme, die Wärme steigt auf, es bildet sich ein Luftstrom und der kann durch die sehr, sehr hohen Dichtegradienten auch turbulent werden und das sodass Luft von der Seite eingesogen wird. Auf der Raumstation ist das ganz anders. Das heißt, ich kann vielleicht noch mal das Video zeigen. Da sieht man, dass die Flammenlängen zum Beispiel sehr begrenzt sind. Das heißt, auf der Erde werden die Flammenlängen nahezu unendlich. Wenn man eine Probe unten anzündet, ist irgendwann die ganze Probe quasi bedeckt. Und hier sieht man jetzt, dass die Flammenlängen sehr, sehr kurz sind, weil kein Sauerstoff von der Seite eingetrieben wird, nur von der Richtung des Sauerstoffs. Das heißt, der Prozess ist eigentlich einfacher als auf der Erde, aber es kann dadurch lokal sehr viel heißer werden als auf der Erde. Das heißt, Materialien, wo die Energiebilanz auf der Erde zum Verlöschen führt, kann unter diesen Bedingungen zum selbsterhaltenden Abbrand führen. Wir müssen Folgefragen leider vertagen. Es tut mir total leid. Es sei denn, Sie sind alle einverstanden, dass wir ein bisschen in die Kaffeepause überziehen. Machen wir jetzt sowieso um 5 Minuten wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie ist Ihre Stimmung? Also hier vorne war noch eine Folgefrage, glaube ich. Okay, ja, dann machen wir die eine Frage noch, aber dann ist auch Schluss. Vielleicht nur die kurze Nachfrage dazu. Die Strömungsverhältnisse, die bei der Kerze ganz anders sind oder jetzt eben hier auch. Wenn man das jetzt in ein Metallrohr stecken würde, ein nicht brennbares Rohr, würde man ja die Strömung von der Seite auch vermeiden können auf der Erde. Inwiefern ist das ähnlich? Da gibt es in der Tat Ansätze. Das ist so ein ganz kleiner Kanal, um Mikrogravitation quasi nachzuahmen. Man weiß aber auch, dass eigentlich Brennkammern, man sieht es hier oben gerade, können eigentlich nicht groß genug sein, weil der Rand immer einen Effekt hat auf den Abbrand. Das heißt, man kann dadurch quasi diesen Effekt der Einströmung verhindern, aber auch das Strömungsfeld wird dadurch sehr beeinflusst. Aber das wurde schon gemacht, um das anzunähern, aber ja, der direkte Vergleich, und das ist jetzt eigentlich, dafür sind die Experimente in den großen Facilities notwendig, um wirklich mal eine freie Strömung zu haben. Das sieht etwas anders aus. Vielen Dank. Nochmal einen Applaus für Herrn Mayer.